Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill, Barbecue. Heute macht cool, wir machen Nackensteaks und es war richtig, richtig lecker. Und wie das geht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, ihr kennt ja diese wunderschönen Nackensteaks, die man rot, grün, blau, hätte ich fast gesagt, also in allen verschiedenen Farben bekommt. Und das Problem dahinter ist immer, ja, die Marinade schmeckt gut, aber man weiß nie, welches Fleisch darunter ist. Und da haben wir jetzt Abhilfe geschaffen. Und ja, das Video könnte so ein bisschen wie so ein Q4C-Video runterkommen, weil wir haben es erfunden, wir haben es gemacht. Deshalb zeige ich euch jetzt auch ein Produkt, so Punkt aus Ende ist, wie das ist. Wir brauchen auf alle Fälle, um so eine coole Nummer zu machen, einen wunderschönen Nacken. Den habe ich jetzt fälschlicherweise nicht bei Beef Bandits bestellt, sondern einfach irgendwo mitgenommen. Und ich glaube, das nenne ich einfach mal ein Wasserschwein hier, der hat keinen schönen Stand. Funktioniert aber trotzdem. Und wir haben jetzt hier bei Beef Bandits, die braucht ihr dann auf jeden Fall, und zwar Schüttelmarinaden. Die haben wir immer hier in Curry, immer in Kräuter. Einmal in Smoked Chili und einmal der Klassiker Paprika. Und das Coole ist, wenn ihr guckt, siehst du, da hast du richtig konzentriert die Würze richtig drin. Und nur die Würze, kein Quatsch, du weißt also, was drin ist, also nur das Zeug. Und hast so eine Ready-to-Use, so eine Marinade. Die wird jetzt nicht trocken aufgetragen, sondern das Erste, was wir machen, ist, dass wir die mit Wasser auffüllen. Und zwar ist hier oben am Etikett gleich so eine rote Markierung. Und dann nimmst du einfach Wasser. Ich habe jetzt hier die aus so einer schönen Squeeze-Flasche. Gib ihm. Oh, ungefähr bis nach oben. Oh. Dann machst du den Deckel drauf und schüttelst den ganzen Spaß hier 60 Sekunden. Und das machen wir mit allen vier. Also ich mache zwei, dann kann man die so da stehen und zwei Seiten schütteln. Guck mal, wenn du schüttelst, siehst du, manchmal hast du ein bisschen Luft noch mit drin. Dann füllst du einfach nochmal mit Wasser auf bis ganz oben. Ich hoffe, die Kamera kann da anfangen. Genauso muss es aussehen. Und zu Ende schütteln. Jetzt haben wir die alle wunderschön vorgeschüttelt. Jetzt bin ich mal richtig Rebell. Ich vertausche die einfach mal so, zack, um Publikum zu verwirren. Und jetzt lassen wir die einfach 10 Minuten vor sich hin quellen. Also erstmal 10 Minuten mischen machen. Derzeit schneiden wir auch schon mal die Steaks. Noch so eine coole Nummer an denen ist, dass die viel, viel günstiger sind als ein großes Päckchen Gewürz und immer für 2 Kilo Fleisch reichen. Also ihr könnt im Prinzip mit einer Packung hier so einen kompletten Schweinenacken durchwürzen. Wenn ihr jetzt 2,2 Kilo hat, dann sagt es Kim, funktioniert trotzdem. Hier schneiden wir uns ein paar Steaks runter. So. Ärgere ich mich schon, dass ich nicht den Beef Bandits Nacken genommen habe, weil ich nicht da hatte, sondern jetzt einfach irgendwo zugegriffen habe. Woran liegt das jetzt, dass das so labrig ist? Tja, ich würde sagen, das Ding ist immer durch den Tumbler durch und hat irgendwo Wasser gezogen. Also, Marmorierung ist da, aber die Textur so gefällt mir nicht, tut es aber trotzdem. So, dann teilen wir unser Fleisch mal hier auf. Jeweils so ungefähr 3 Steaks in jeder drin. Und ja, ihr werdet sagen, es ist natürlich Verschwendung, jetzt so ein Ding zu nehmen jetzt hier und da einfach aufzutun. Aber das hält locker eine Woche im Kühlschrank und ihr müsst da ja nichts mitmachen. Also einfach so in den Kühlschrank stellen und habt dann für die nächste Grillwochenende nochmal Marinade. Beziehungsweise ich würde sagen, wenn du so einen ersten Schweinenacken machst, mach mal erstmal ihn. Weil sonst musst du ja hier 4 Nacken machen. Also könntest du zwei richtig große Grillpartys mitmachen mit so einer Portion. Also ich würde mal bei einer Sorte bleiben. Und da wir jetzt bloß ein Viertel Nacken haben, nehmen wir auch bloß ein Viertel davon dazu. Hier das Grüne, mag ich immer sehen, siehst du, wie viele Kräuter da drin sind, wie das aufquillt. Richtig geil. Ja, kein Zirkus. Dann noch hier ein Viertel von dem Curry rüber. Oh, riecht herrlich. Und auch ein Viertel hier von der Paprika-Marinade drauf. Geil. So, dann kneten wir die einfach immer durch, dass überall die Marinade rankommt. Genau so. Guck mal hier. Das sieht aus wie beim Metzger, ne? So ist der Plan. Oh, weiter hier drüben mit der anderen, mit der Paprika-Marinade. Ich sag euch, das riecht in dem Moment, wo die Marinade an Fleisch rankommt. Großartig. So, immer kurz die Hände sauber machen und dann hier auch nochmal das Grüne durch. Da geht ja nicht darum, dass das so eine Spinatkruste kriegt, sondern dass das richtig immer diese grünen Kräuter überall dran hat. Das ist schnell gemacht. Und dann hier nochmal, oh, die Curry-Marinade. Durchmischen. Also, Prinzip ist erkannt, ne? So, wenn du die jetzt hast, kannst du die 6 bis 12 Stunden wegstellen oder, wenn du die ganz eilig hast, dann auch nach einer Stunde schon loslegen. Wenn die Burschen jetzt so weit durchgezogen sind, dann nimmst du dir ein bisschen herkömmliches Öl. Also jetzt kein Olivenöl, sondern ich würde so ein bisschen so Rapsöl nehmen oder Sonnenblumenöl. Machst du wirklich einen guten Schluck oben drauf, also da nicht gelzig sein.
Und dann machen wir so eine Art Ölmarinade, weil die ist nämlich ein Südofen Grill. Die sorgt dafür, dass das Fleisch nicht so festbeckt. Wenn wir gleich Öl ranmachen würden, würden die Kräuter nicht quellen, weil die brauchen Wasser. Und da würde auch nicht so schön das Fleisch einziehen. Deshalb Öl immer im Nachhinein ranmachen. Gilt übrigens bei auch allen Marinaden, die ihr so zu Hause macht. Erst das Wasser, dann das Öl. So, und dann, ihr kennt das Spiel schon, eh mal richtig durchkneten hier. Herrlich. Und dann nochmal 10 Minuten stehen lassen. So, und so schnell hast du im Prinzip Nackensteaks gemacht. Mit einer Auswahl, wie die sonst bloß beim Metzger gibt. Und ich habe gesehen, bis jetzt noch nicht viel Firlefanz, aber jetzt kommen wir ans Grillen, weil das sind wir hier. Das heißt ja nicht Klaus bereitet vor, sondern Klaus grillt. Den Grill haben wir auf mittlere Kraft vorheizt. Also wenn es kein Bräunchen gehabt, dann volle Pulle vorheizen. Aber der ist sehr, sehr aggressiv und dann ist es besser, nicht so viel Hitze drin zu haben. Und jetzt schnappen wir uns einfach unsere Sorten und backen unseren Grill richtig schön voll Fleisch. Also wir machen jetzt nicht bloß ein Stück pro Sorte, sondern wir machen hier richtig Attacke, richtig Alarm. Wie sich das gehört. Hier beim Angrillen tropft ein bisschen Öl runter. Da ist ein bisschen Flammenspiel. Darf es haben. Keine Angst davor. Aber deshalb macht es auch Sinn, den Grill immer hinten aufzulegen und nicht hier vorne. Sonst müsstest du jetzt mit der Hand immer über dieses heiße Feuer rüber. So. Und so weiter und so fort. Wenn ihr Angst habt vor so viel Flamme, dann lasst einfach das Öl weg. Dann können wir hier anfangen zu drehen hier. Und da auch wieder hinten anfangen, weil sonst hat das Flammenspiel vorne auch wieder, ist klar. Ne? Geil. Beim Grillen beachten? Nö, mach halt nicht zu viel Hitze und grill einfach vor dich hin, so wie du Nackensteak so grillst. Ich denke, das ist jetzt nicht so ein großes Geheimnis. Einfach nur ständig drehen, drehen, drehen. Ja, drehen oder bloß einmal drehen oder nur angrillen, nach oben drehen. Da gehen alle Varianten, so wie du am liebsten deine Nackensteaks grillst. Ob auf dem Gasgrill, auf dem Holzkohlegrill, pups egal, also das ist nicht mehr ausschlaggebend. Sollte man Nackensteaks eigentlich immer komplett durchgrillen oder ist das auch für eine Marke angesucht? Ja, immer durch, ne? Also Nackis immer durch. Die schmecken in jedem Gargar, die schmecken durch, sehr, sehr durch. Verbrannt sollten sie nicht sein. Ansonsten ist eigentlich immer cool. Ja, und siehst du, wir haben Ruhe bewahrt. Der große Ölbrand hier ist vorbei. Das war bloß am Anfang immer ganz kurz. Also wenn das bei dir passiert, stress dich nicht. Und wenn wir hier das Wurst jetzt umdrehen, kann ich mal sagen, so stellt man sich doch in grillte Nackensteaks vor. Guck mal hier, stampig dick geschnitten. Wer macht uns nachher noch Sorgen? Wir müssen ein bisschen nachziehen lassen. Die anderen haben alle die richtige Dicke. Ja, hier ist auch noch ein. Oh, so ein Schlampig. Was hat man da gemacht? Ich will die einstecken. Ja, ja. Guck mal, wir haben jetzt 12 Minuten ganz unwissenschaftlich hier gegrillt und dann ist es Zeit, unsere Stücke runterzunehmen. Hier war ich nicht ein bisschen auseinandernehmen. Hier vorne das Paprika, ich weiß nicht mehr, ob das welche das war. Ne? Nicht viel Mensch mehr. Jetzt schmecken wir was. Jetzt schmecken wir. So, hier gibt es waren die Curry-Varianten. Wenn ich es richtig weiß, die großen, da die Beeren hier, die muss ich nochmal hochpacken, die sind ein bisschen zu dick. Die können wir auf dem Restgrill noch zu Ende machen. Und die grüne packen wir auch noch hier rüber. Das sieht nicht herrlich aus. Das ist richtig cool, oder? Ah, mega. Und die packen wir auch noch hier rüber. Dann kriegen wir irgendwie auseinander gebastelt. So, ihr Lieben, da sind sie und ich nehme die mir mal auseinander. Ich würde mal sagen, wir fangen mal hier mit einem schönen Stück Kräuter an. Das ist übrigens meine Lieblingssorte, kann ich schon verraten. Hier. Klassisches, ordentliches Naki. Und heute geht es ums nur um die Marinade Fleisch, weil ich damals gesagt, ist nicht ganz optimal. Aber ich verstehe, warum manch Metzger nicht das gute Fleisch zu marinieren nimmt, weil es regelt. Weil es funktioniert auch immer hier.
Kann man nicht erkennen, wie wunderschön das aussieht. Ein bisschen pusten. Ach, kleine kurze Stellen noch draußen dran. Und nämlich nicht mit zu viel Hitze, also nicht verbrannt. Also ich war Kräuter schon mal gell. Curry. Das war Curry. Neue Lieblingssorte. Sag direkt Hallo. Ja, wenn Sie fragen, dann haben wir hier drauf. Ist immer Paprika? Und immer geräucherten Paprika. Ne? Also bringen wir diese die Chili, das ist die geräucherte. Und schärfer. Original grillen. Ne? Nudel, wie es da drin ist. Keine E-Nummern oder irgendwelcher Quatsch, sondern alle natürliche Zutaten. Zack, zack, zack. Ein bisschen Wasser. Du kannst selber entscheiden, was für Fleisch du runterpackst. Und. Was war das jetzt? Das war scharf oder war das nicht scharf? Nee, war nicht scharf. Das war normale Paprika. Da müsste das jetzt hier das Chili sein. Also. Riecht schon scharf. Nee, Quatsch, riecht nicht scharf. Wie soll es scharf riechen? Also, auf euch hier drinnen die hohle Birne. Chili. Das Chili. Hallo. Also, ist das sehr scharf? Nee. Es ist scharf, du weißt, hier ist Chili gemeint. Und so eine wohlige Schärfe liegt sich um deinen Mund. Wenn du Schärfe überhaupt nicht leiden kannst, ist das nichts für dich. Wenn du super gerne super scharf isst, ist das auch nicht für dich. Das ist ja nur ein Smoked. Schmeckt man das jetzt Smoked? Schwierig. Schwierig auf dem jetzt gegrillten hier. Vielleicht wird man es in der Pfanne merken oder so, jetzt auf dem Grill. Nö, ich spreche aber schon scharf. Gefährlich. Wenn es was so scharf ist, neben mir so, dann esse ich schneller und mehr. Schatz, dann ist Kräuter. Komm, nimm die Kräuter. Ihr wisst, Frau, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ein Stück Kräuter hinterher. Also, was soll ich sagen, könnt ihr jetzt hier die alle wegnaschen. Witzigerweise habe ich bis jetzt noch nicht den Drang gehabt, ein bisschen Soße dazu zu machen. Könnte man aber. Ein bisschen klassische Knoblauchsoße zu mir beim Grillen macht. Oder Tzatziki dazu, ein ordentlicher Hieb. Also, war heute ein bisschen Home Shopping 24 QVC, aber was soll ich sagen, ein bisschen Eigenwerbung muss ja erlaubt sein. Steak Shake ist, das macht aus Amateuren Profis, also sogar aus mir. Du machst, also hast du den schütteln, rüber durchziehen lassen, fertig, geil. Du weißt, was drin ist, du weißt, was drauf ist. Du musst nicht irgendwelche Zufallsrezepte da machen und du brauchst keine jahrelange Vorbereitung dafür. Also du bist gar nicht mehr gezwungen, diese bunten Packungen aus dem Supermarkt zu nehmen, sondern du kannst sie jetzt so machen, wie du das möchtest, wenn du das Bock drauf hast. Kannst du mit Kalb oder Rindfleisch machen. Wobei ich der Meinung bin, Nackensteak ist schon so eine klassische Nummer für Schweinenacken. Man könnte jetzt auch ein Kachelfleisch nehmen oder für die, die besonders gerne mögen. Wir haben bei Beef Bandits auch so eine schöne Polofino, so eine ausgelösten Hühnerquellen. Da kannst du aber alle vier Sorten drauf machen. Wird mit Sicherheit nicht schlechter. Was besser wird, ist, wenn ihr darauf achtet, dass ich jetzt an der Stelle ein scharfes Messer ins Brett ramme. Ne? Und wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, unten, wo wir den Kommentar von bis zum nächsten Mal, Klaus Grill, Feins Grill, Barbecue, macht's wieder. Ah, ich dachte, die kommt doch rum, wa? Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.